Also wenn wir vom Knie sprechen, beim Reiten, dann brauchen wir eigentlich genau den Punkt zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Wir wollen nämlich wissen, wo kann sich das Knie bewegen und wo kann sich der Oberschenkel oder Unterschenkel zum Oberschenkel bewegen. Und das ist genau im Gelenkspalt, wenn du mal mit den Fingern an die Kniescheibe gehst und dann rechts und links davon tastest, dann wirst du sehen, da gibt es eine Kuhle. Genau. Da kommen die beiden Gelenkflächen, Oberschenkel, Unterschenkel zusammen. Und hier kann auch in dieser Stellung Verdrehung stattfinden. Und dir wird es helfen, wenn du jetzt nochmal spürst, wie das Plateau von dem Unterschenkel gegen den Finger drückt. Wenn du die Fußspitze nach links gibst, wird es rechts gegen den Finger drücken. Und wenn du die Fußspitze nach rechts gibst, wird es etwas links gegen den Finger drücken. Du kannst auch mal hier die Shampoo-Flasche angucken. Da passiert genau das, der Unterschenkel verdreht sich gegenüber dem Oberschenkel und es kommt immer ein Stückchen raus. Und wenn da mehr Beweglichkeit im Knie vorhanden ist, dann hast du auch mehr Varianten, wie du dich auf das Pferd setzen kannst oder wie du deine Füße um das Pferd herum drapieren kannst. So, jetzt haben wir es mit einer Seite gemacht. Jetzt werden wir das Ganze mal auf eine andere Bewegung noch umsetzen. Und zwar geht es ums Beugen und Strecken von beiden Beinen. Und da kannst du dir mal die Rolle an die Oberschenkelknorren hinten, also noch im Bereich des Oberschenkels, weil wir wollen jetzt gucken, wie bewegt sich der Oberschenkel. Und ich hätte es gerne mit Hüftgelenksbeuge. Genau. Jetzt kann auch dieser Gelenkrhythmus wieder ablaufen. Und jetzt geht es genau darum, um diese kleine Strecke. Ich fange an zu beugen. Guck, wo bleibt meine Rolle? Und strecke wieder. Und du wirst sehen, wenn du ganz gestreckt bist, geht die Rolle im Vergleich zum Oberschenkel nach hinten. So, wir wollen dann jetzt noch mal ein bisschen das Knie anschauen. Wir haben jetzt einmal eine Trockenübung vorweg gemacht. Schau mal, kannst du dir noch mal wirklich visuell vorstellen, wo war dein Gelenkspalt? Und auch noch mal so eine Idee haben, wie bewegt sich der Oberschenkel im Verhältnis zum Unterschenkel. Und schau mal, ob du dir da selber vielleicht ein Bild drüber machen kannst, das dir hilft, diese Bewegung jetzt gleich auf dem Pferd zu verbessern. Ja, ich habe das Bild. Rein, da wieder raus. Also du stellst dir vor, dass einmal der Oberschenkelknochen sich ein bisschen nach außen mitdreht im Fluss und dann gleichmäßig der Unterschenkelknochen eindreht. Und du die Idee hast, dass der Fluss nach vorne weggeht. Ja. Jetzt hast du dir ein schönes eigenes inneres Bild gesucht. Und jetzt schau mal, wie verändert sich dein Reiten, dein Sitz, dein Bein mit dieser Idee dahinter, dass du diesen Fluss durch dein Bein, durch den Körper durchlässt und fühlst einfach mal rein. Umrahmst. Jetzt schauen wir uns das einmal im Galopp an. Leg dir jetzt einmal einen Schwamm oberhalb des Knies und einen unterhalb des Knies zwischen Sattel und Bein. Und jetzt hast du mal die Idee, dass du den Fluss mit Wasser füllst. Das heißt, du lässt hier einmal vorne das Wasser raus und hier einmal in die entgegengesetzte Richtung. Also, dass du deinen Oberschenkel ein bisschen öffnest, aufdrehst, hier oben das Wasser rauskommt.
und wenn du den Unterschenkel zum Pferd hindrehst, hier hinten das Wasser raus. Ja, also, dass wir wieder diesen Fluss von dir aufgreifen und du es durch die Schwämme jetzt ein bisschen deutlicher fühlst. Wieder im Schritt erst zu beginnen und wenn du möchtest, den Galopp wieder als Referenzwert mit dazu zu nehmen.